Sie sind hier, 23. Dezember 2018, 11.11 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Frank Ribéry glänzte gegen Eintracht Frankfurt mit 2 Toren. Urheberrecht Getty Images. Gegen Eintracht Frankfurt liefert Frank Ribéry eine Gala-Vorstellung ab. Belohnt der FC Bayern den Franzosen mit einer Vertragsverlängerung? Bleibt Frank Ribéry doch noch länger beim FC Bayern? Nachdem Uli Hoeneß zuletzt erklärt hatte, dass sowohl die Zeit von Arjen Robben als auch die des Franzosen im Sommer sehr wahrscheinlich zu Ende geht, ließ Ribéry nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt durchblicken, dass er sich durchaus vorstellen kann, weiter im Bayern-Trikot aufzulaufen. Ich arbeite gut. Ich habe keine Verletzung gehabt und ich hoffe, dass es nach dem Urlaub so weitergeht, sagte der 35-Jährige bei Sky. Ich liebe Bayern, die Bayern lieben mich. Wir haben es sehr gut zusammen gemacht. Ich bin noch 5 Monate da, und dann weißt du nicht, was im Leben passiert. twitter.com/bayern/status/1076562898577735680 Rummenigge verrät Kabinenaussage. Ribéry wechselte 2007 für 25 Millionen Euro von Olympique Marseille an die Säbener Straße. Gegen Frankfurt absolvierte der Linksaußen sein 409. Pflichtspiel für Bayern. Anzeige, jetzt das neue Trikot der Bayern bestellen, hier geht's zum Shop. Frank hat in der Kabine schon aus Spaß gesagt, dass er seinen Vertrag verlängern will, plauderte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bei Sky aus dem Nähkästchen. Ob da am Ende des Tages nicht mehr Ernst dahinter steckt, als Rummenigge glaubt. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr